Ja, hallo ihr Lieben. Hier sind Eva Denk und Christopher Amrain. von Salimutra. Und ja, wir haben euch eine frohe Botschaft zu überbringen nach unserem Buch Seelenessenz und Urwunde, wo es vor allem um die Heimkehr in dein wahres Sein ging und dann dem zweiten Ruf der Liebe. Wo es um ein heilsames Miteinander ging, kommt jetzt. Tanz in die Liebe. Und da geht es um die Auferstehung oder die Rückkehr der weiblichen Kraft, der weiblichen Energie, die nach Tausenden von Jahren, wo alles auf ja, der männlichen Seite gekippt ist auf unserer Erde, wo das Weibliche nicht wirklich geachtet, wertgeschätzt wurde, kehrt jetzt diese ursprüngliche Grundenergie des Lebens zurück. Also die Rückkehr der urweiblichen Kraft. Und da ist nicht jetzt nur die, sind nicht nur die Frauen gemeint, sondern das ist ein Prozess, der in jedem abläuft, egal ob du jetzt als Frau oder Mann da bist. Natürlich haben vielleicht die Frauen es in einigem leichter, da reinzukommen, ja, weil sie eben zu dieser weiblichen Kraft mehr Verbindung haben. Was weiß ich, bei mir war es vielleicht das letzte Leben, wo ich das letzte Mal als Frau gekommen bin und Eva ist jetzt Frau. Schön, dass du das siehst. Ja, ich bin gut. Ja, es geht jetzt vor allem darum, dass unsere ganze Erde, also unsere Erde, unser Sein hier auf der Erde wieder eine ganz viel tiefere Gefühlsebene erreicht, dass wir uns öffnen für eine Sanftheit in uns, für das, was uns hinter all der Aktivität, dem Tun und dem Machen und dem Schauen, dass man überlebt, was macht uns denn wirklich aus und was ist unsere Verbundenheit mit allem? Und diese neue Energie nennen wir auch Lilith, das heißt, dass eine Kraft entsteht in uns, die uns enorm mitreißt, ja, dass wir da oder aufwacht, weckt, dass wir da in diese Energie überhaupt wieder reinkommen, dass wir wieder in diese Lebendigkeit zurückfinden, die uns eigentlich ausmacht. Denn was wir uns zutiefst alle ersehnen, also das ist ein Thema wirklich bei allen, egal was drüber liegt, aber wir wollen wirklich, wirklich das Leben spüren. Wir wollen lebendig sein. Wir wollen ganz, ganz auf der Erde mit allen Sinnen ankommen. Und das ist eine weibliche Energie, dieses Fühlen, dieses sich öffnen für das Dasein. Ja, aus dem Männlichen kommen wir und das ist einfach immer das Vorangehen, das ist das in Außen in Aktion sein und das spüren wir ja auch. Jetzt sind wir kollektiv wieder in diese Kriegerenergie des Männlichen gekommen. Ja, und viele sind draußen auf den Straßen, kämpfen, machen und reagieren auf das. Und das Weibliche ist anders. Ja, das geht ins tiefe Wahrnehmen, da geht es sehr viel um den eigenen Raum. Eben um das tiefe Fühlen. Und das heißt nicht inaktiv sein, sondern aus einer ganz tiefen Wahrnehmung, was es wirklich braucht und was aus uns selbst heraus entstehen möchte, agieren. Und diese Lilith-Energie, die jetzt so stark anschiebt, ihr seht es bei MeToo, bei diesen ganzen Frauen, die aufstehen und die einfach wieder sich selber spüren, die einfach fühlen, ich möchte aus mir selber raus über meinen Körper bestimmen, für mich leben. Ja? Das ist was, was sehr, sehr uns wieder öffnet für all die Erinnerungen auch, was wir mitgemacht haben in dieser langen patriarchalen Reise, wo wir so oft entwürdigt wurden oder nicht gesehen, nicht geachtet in unseren ureigenen Gaben. Und wenn ich das sage, dann ist es wirklich auch in den Männern genauso dieses Gefühl, dass das was Sanftes, was weich ist, was sich einfach auch hingeben möchte, dass das einfach keinen Raum hatte. So, dass es nur darum geht, wer ist stärker, wer ist besser, ja, wer geht voran.
und nicht das zu achten, zu schützen, was einfach wachsen möchte, was Zeit braucht, was einfach unsere Liebe braucht. Ja, und in den letzten zwei Büchern ging es ja um diese Essenzen, nennen wir das. Also es sind immer 12 Grundenergien, wo jeder ganz individuell gestrickt ist. Also du hast mindestens 2 dieser Essenzen jetzt beim Chiron, wo die letzten 2 Bücher drüber waren. Und das Gleiche geht auch bei der Lilith. Also so, wo der Chiron schon so ein bisschen die männliche Seite widerspiegelt, also wo da die Wunde ist, aber wo auch die große Kraft des Männlichen liegt. Das Gleiche zeigt dir jetzt die Lilith an, auch wieder über 12 verschiedene Frequenzen, Essenzen, ja, Archetypen, wie man sagen kann. Und so wie beim Chiron der Krieger oder der Pionier die erste Essenz ist, wäre das jetzt bei der Lilith dann die Amazone, ja, die anders gestrickt ist als der Krieger. Und das genau rauszuarbeiten, ist unsere große Aufgabe jetzt für alle, dass wir das Weibliche wieder einladen nach dieser langen Strecke durchs Patriarchat. Ja, und es geht vor allem darum, in diesem ganzen Wandlungsprozess, dass wir in unsere Essenz zurückreisen, dass wir uns erinnern, wer wir im Kern sind und was wir als Seele auf die Erde mitbringen wollten an Grundfähigkeiten, an Gaben. Und das haben wir in dem ersten Buch beschrieben, dass wir im Horoskop an der Stelle von Chiron sehen, wo der Schlüssel ist in deine Essenz, also was einfach auch dich ausmacht. In diesem Geben oder auch in dem, was du selber in die Heilung gibst, in deiner Urwunde, ja, was du da brauchst dazu. Und die Lilith jetzt in diesem Buch ist das, was deine wahre Freiheit ist. Lilith ist, öffnet den Weg in deine Essenz, der größte Hinderungsgrund in deine wahre Essenz zu finden, ist das Zurückhalten und das Zurückdrängen der weiblichen Kraft. Und dadurch waren wir alle halb. Wir konnten nicht wirklich aus uns selbst raus fließen. Wir hatten immer alle Angst, ja, uns zu zeigen, das, was wir im ursprünglichen Sinn sind, auch auszudrücken. Und Lilith öffnet diese Freiheit, nicht zu schauen, was andere denken, nicht nach den Vorgaben, den gesellschaftlichen, den elterlichen zu handeln, sondern uns selbst in der Reinform wieder zu spüren. Ja, und so ist es tiefe Heilung und kann deine Heilung unterstützen, dass du verstehst, was ist denn dein Auftrag im Weiblichen gewesen über die Leben. Was man da sieht, ist, dass diese Urform des Weiblichen ja schon auf der Erde da war. Also es haben eigentlich alle hier erlebt, was das bedeutet, ja, bevor dann das Männliche das übernommen hat. Aber wir wollten ja auch beides ausprobieren. Jetzt kommen wir eine lange Zeit des Männlichen hinter uns. Und in dem Buch kannst du einfach sehr einfach sehen, was so dein Auftrag ist. Ja? Auch wie beim Chiron gibt es diese sogenannten kollektiven Wellen. Da geht es um das Zeichen, also in welchem Zeichen war Lilith bei deiner Geburt. Und das ist wieder eine schöne Liste, die ist auch in dem Buch drin, wo du es klar nachlesen kannst, auch in welcher Welle bin ich gekommen. Wenn man ein bisschen tiefer gehen will, dann geht es um die Lilith im Haus und das muss wieder astrologisch errechnet werden, aber auch da haben wir mittlerweile eine Plattform, wo das super funktioniert, wo schon viele sich ihre Essenzen haben ausrechnen lassen. Mhm. Ja, und dann kannst du sehen in deinem Horoskop, in welchem Haus Lilith steht. Das ist wie eine Tür zu einem großen Erinnerungsspeicher. Man nennt es ja in der Astrologie den schwarzen Mond oder Lilith. Ein Erinnerungsspeicher in deinem Leben, zum Beispiel auf der Erde, in dieser starken weiblichen Energie. Und die möchte ja jetzt wieder sich mit dir verbinden, damit du sie anwenden kannst, damit du wieder in diese Lebendigkeit kommst, sodass du dich ganz ausdehnst in dem, was du bist. Und wenn du das weißt, das ist, es öffnen sich ja in dir deine Zellen für deine ursprüngliche Kraft und Energie. Und erst wenn das offen ist, wenn du da
dich wieder mit dieser Energie auf der Erde verbindest, also dass du es auf der Erde gelebt hast, dann öffnet sich deine grundsätzliche Seelenessenz. Also das ist, durch die weibliche Energie kommen wir in unsere wahre Schöpferkraft. Genau, und wir führen in dem jetzigen Buch auch wieder einige Ebenen zusammen, auch wie in den vorigen Büchern schon, wo es auf der einen Seite um das Wissen geht, was wir aus Behandlungen, also aus unserem Wirken bekommen haben. Dann sind es viele Nachrichten aus der geistigen Welt. Und es sind wunderschöne Seelen, die jetzt mit uns in der Forschung sind, in der Salimutra-Begleitung, im Netzwerk und so. Da ist so viel entstanden und auch die kommen natürlich wieder zum Wort, wo einfach Seelen beschreiben, wie ihr Konflikt oder ihre Reise oder ihre Themen mit dieser speziellen Lilith-Konstellation ausgesehen hat bis jetzt. Ja, wir forschen einfach jetzt schon seit Jahren mit dieser Energie und wir spüren jetzt, dass es immer, immer stärker wird. Dass immer auch in den Behandlungen wie so der Blick drauf gedrängt wird fast, kann man sagen, das steht jetzt an. Es geht jetzt nur noch um diese weibliche Energie, die möchte wie wiedergeboren werden. Und das sind wir alle Hebammen. Wir alle können uns da miteinander stärken, uns gemeinsam erinnern. Und jede Seele, die sich da öffnet und die bereit ist, nährt das Feld auf einer ganz, ganz tiefen Art und Weise. Und wir haben auch wieder, wie beim letzten Buch, einen Online-Teil dabei, weil einfach nicht alle Informationen den Weg ins Buch gefunden haben, sonst wäre das so ein Wälzer. Und jetzt haben wir eine Möglichkeit wieder im Internet auf unserer Webseite. Der Link dazu ist dann hinten im Buch drin. Da ist ein Sonderbereich drin, wo noch verschiedenste Erfahrungsberichte drin sind, wo man auch die wunderschönen Bilder, die wieder die Tari Luna aus Mexiko gemalt hat, drin sind zum Runterladen. Ein bisschen Musik und noch weitere Ausführungen, auch Kapitel, die es nicht ins Buch geschafft haben, sind für euch dann online. Also wenn ihr beim Lesen merkt, boah, ich möchte noch tiefer, ich möchte noch mehr, habt ihr auch da die Möglichkeit. Und natürlich in unserem Netzwerk gibt es wieder eine eigene Gruppe für das Buch, wo dann auch die Leser sich gegenseitig austauschen können. Ja, wir freuen uns einfach sehr, dass dieses Buch noch mehr Seelen ruft, also dass wir uns noch mehr erkennen, dass wir miteinander weitergehen, dass sich Kreise entwickeln. Das ist eigentlich immer wie so ein Ruf. Unsere Bücher sind wie ein Ruf an dich. Das steht jetzt an und erkenne dich. Sieh, was du wirklich bist und geh einen Schritt weiter in die neue Zeit. Ja. Wir haben gemerkt, wenn man in die neue Zeit geht und dafür geht, dass man wirklich Rückenwind bekommt. Das war jetzt bei dem Buch wirklich ganz klar zu spüren. Also sagen wir mal, die Existenz hat uns eh schon Druck gemacht, dass es endlich kommt. Und dementsprechend haben wir Rückenwind gehabt. Wir drucken jetzt das erste Mal in Berchtesgaden, haben eine neue Druckerei und auch da die Zusammenarbeit lief wunderbar. Es ist schneller eigentlich dann fertig geworden, als wir gedacht haben. Und jetzt in der nächsten Woche, also jetzt ist Sonntag gerade, wo wir reden. Montag, okay. Ja, aber jetzt in dieser Woche kommt es. Also wenn ich jetzt nach Berchtesgaden fahre, dann wird es schon da sein. Und wir haben viele, viele Vorbestellungen, die werden dann alle versendet. Und ihr könnt dann hier gleich das bestellen, ja. Und wir freuen uns dann auch auf euer Feedback und dass ihr vielleicht ja im Netzwerk oder einfach uns schreibt, wie es euch gefallen hat, was ihr für Ideen dazu habt. Ja. Ja. Okay. Ja, schön. Wir danken euch. Und ja, es ist sehr, sehr warm. Ja. Ein bisschen müde sind wir auch, wenn wir so lang draußen sitzen. Aber ja, es ist so ein Segen, die Erde. Und jetzt scheint gerade so die Sonne. Das ist einfach ja, ein großes wunderbar. Dankeschön nochmal an all die Seelen, die uns da unterstützt haben. Weil das war für uns ganz wichtig, ja, immer wieder zu wissen, da
kriegen wir die ganzen Informationen her. Das ist auch toll, wenn man gefragt wird, vielleicht wisst ihr das selber, dass man da nochmal ganz andere Impulse kriegt, als wenn man jetzt einfach sagt, man will was erzählen. Ja? Aber denk, das Wichtigste über das Buch haben wir erzählt. Also mehr, immer wieder. Wir werden immer wieder darüber berichten. Ja. Genau. Also, ja. Danke für euch, danke für euer Sein. Und